Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Back dich glücklich. Ich bin Tobias Klotzbach und trage den Titel des Bäckermeisters. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den gesündesten Osterkuchen der Welt macht. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Unser Osterkuchen ist nicht nur laktose- und glutenfrei, nein, der ist sogar zuckerfrei. Wir brauchen Eier, gemahlene Mandeln, zimmerwarme Butter, geraspelte Möhren und Äpfel, Joghurt, Kokosmehl, eine Prise Salz, eine Messerspitze Zimt und 5 Gramm Backpulver. Als Topping brauchen wir Sahne, Frischkäse und als Deko oben geröstete gehobelte Mandeln. Als erstes lassen wir die Butter schaumig schlagen und danach lasse ich dann Stück für Stück das Ei unterrühren. Butter und Eier sind jetzt aufgeschlagen. Jetzt nehmen wir den Joghurt, rühren den unter. Und dann nehmen wir unsere Karotten, Möhren und Äpfel. Und heben die auch unter. Und zum Schluss kommt dann das Mehl drunter und das Backpulver. Das Backpulver, natürlich den Zimt nicht vergessen. Backpulver vermischt mal kurz. So, alles drunter. Die Süße von dem Kuchen erreichen wir dann durch die Möhren und durch den Äpfel. Und natürlich durch das Kokosmehl. So, das hebt man alles vorsichtig unter. Und wenn wir das dann gemacht haben, dann nehmen wir unsere 24er Springform, füllen das ein, schieben den Kuchen bei 175 Grad 35 bis 40 Minuten in den Ofen. Unser Kuchen ist jetzt ausgekühlt. Dann habe ich schon 200 Gramm Sahne aufgeschlagen und gebe den Frischkäse drunter und den hebe ich dann langsam unter die Sahne drunter. So, dann geben wir die Masse drauf. Streichen das glatt. Hast du eine Tortenschaufel? Ja, ne? Ja. Nehmen wir eine Tortenschaufel. Hier? Ja. Zum Glattstreichen kann man gerne, wenn man keine Winkelpalette hat, so eine Tortenschaufel nehmen. Und dann kann man das richtig schön glatt ziehen. Jetzt nehmen wir unseren Kamm, machen hier nochmal Wellen rein, die Optik. Dass man ein paar Wellen drin hat. Und dann nehmen wir einfach noch diese gerösteten Mandeln
und streuen die so rüber. Und fertig ist die gesündeste Ostertorte der Welt. Wir lassen die jetzt noch im Kühlschrank ein bisschen durchkühlen, die Sahne. Und dann sehen wir uns zum Anschneiden wieder. Unsere Torte war jetzt noch mal eine halbe Stunde im Kühlschrank. Und jetzt wollen wir die natürlich auch anschneiden. Ich habe hier dazu ein bisschen heißes Wasser und ein kleines scharfes Messer. Ich nehme mal ein kleines Stückchen raus. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wollen wir natürlich auch probieren. Und der Kokos, von dem Kokosmehl kommt richtig gut durch. Man schmeckt auch schon die Möhren. Hat eine gute Konsistenz. Aber muss ich halt im Klaren sein, da ist halt kein Zucker drin. Also wer eine richtig gesunde Torte machen möchte, dem ist nur zu empfehlen, diese Torte zu machen. Aber wie gesagt, ist halt kein Zucker drin. Also schmeckt halt nicht ganz so wie eine Torte mit Zucker, ist ja klar. So ein bisschen Süße fehlt halt. Das Kokosmehl hat zwar ein bisschen die Süße ein bisschen abgefangen, aber trotzdem, ja, probiert sie einfach, macht sie nach. Ist eine richtig gute Alternative und definitiv die gesündeste Ostertorte der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über ein Abo, wer Fragen oder Anregungen hat. Schreibt mir einfach unten in die Kommentarliste rein. Und bis dahin, backt euch glücklich. Ciao.